Das Wort hat Hans Egli Steinmauer, danach spricht Hans-Peter Amrein. Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident, sehr geehrte Frau Regierungsrätin, sehr geehrte Vertreter der staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Zuerst möchte ich mich bei den Vertretern der staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften für ihre Arbeit, für ihren Einsatz, für unsere Gesellschaft bedanken. Ich denke insbesondere an die Unfallseelsorge oder an die Seelsorge bei psychischen Erkrankungen. Das sind vielfach Ereignisse, die man nicht ohne Hilfe bewältigen kann. Hier macht die Kirche, und mit Kirche meine ich auch im späten Referat alle staatlich anerkannten Religionsgemeinschaften, aber natürlich auch Religionsgemeinschaften, die keine staatlichen Gelder empfangen, machen sie eine sehr wichtige Arbeit. In Anbetracht der Kirchenaustritte und der gesellschaftlichen Kirchenabstinenz mache ich mich natürlich Gedanken über die Zukunft unserer Religionsgemeinschaften. Ist die Kirche noch relevant? Ist die Verkündigung noch zentral? Ist die biblische Botschaft noch das Wichtigste? Oder wandelt sich die Kirche zu einer Institution, die vieles rund um den Menschen wahrnimmt, aber das Zentrale, das Wort Gottes, unter ferner Liefen mitträgt? Ehrlich gesagt, dieser Eindruck entsteht, wenn ich die Jahresberichte der 5 anerkannten Religionsgemeinschaften lesen. Ich wünsche mir Religionsgemeinschaften mit Profil. Ich wünsche eine Kirche, die in der Verkündigung Hoffnung verbreitet. Eine Kirche, die den Menschen von Geburt bis zum Tode begleitet. Aber auch eine Kirche, die ihr Fundament, den Felsen, nicht vergisst, sondern stets aus dem Fundament die Kraft, die Orientierung schöpft, analog dem Gleichnis des Hausbaus auf Felsen. Die Kirche soll die Verkündigung, die Gemeinschaft, die Hilfe am Mitmenschen und die Gebete zu gleichen Teilen leben. Wenn ich die Jahresberichte lese und schwerpunktmäßig über Soziales berichtet wird und für Verkündigung und Gottesdienste wenig Platz übrig bleibt oder in Zahlen 10% ausgegeben wird, werden die kirchlichen Schwerpunkte zu ungleich gewichtet. Nun zu einem anderen Thema. Soll die Kirche politisch sein? Und wenn die Kirche politisiert, welche politische Grundhaltung ist die richtige? Die Kirchenmitglieder sollen politisch sein, aber die Institution Kirche soll nicht politisch sein. Die Kirche soll einzig politisch sein, wenn sie selber betroffen ist. Denn eine Kirche, die politisiert, grenzt aus. Andersdenkende werden als schlechte Gläubige hingestellt. Kirche soll nicht spalten, sondern Kirche soll vereinen. Und da ist natürlich die Aussage, dass eine Kirche, die eine neutrale Haltung hat, keine Haltung hat, komplett falsch, meine Damen und Herren. Und wir haben ja das in der Diskussion mit der Konzernverantwortungsinitiative erlebt. Man kann sehr wohl kirchliche, christliche Argumente einbringen, wieso man diese oder diese Haltung einnehmen will. Das politische Engagement der Kirchen in der Konzernverantwortungsinitiative war falsch und schadete der Kirche. Wir werden im Jahresbericht 2020 dann hören, wie viele Kirchenaustritte es infolge dieses Engagements gegeben hat. Und ich darf sagen, denn die EDU und ich persönlich hatten bei der Konzerninitiative Ja gesagt. Also ich bin nicht irgendwie politisch befangen, sondern ich sage, das politische Engagement war genau darum falsch.
Das politische Engagement schadete der Kirche, weil es die Kirche spaltete. Ich zitiere aber auch aus einem Austrittsschreiben: Leider kann ich die ständige, ungebührliche und einseitige politische Stellungnahme dieser Kirche nicht mehr weiter mittragen. Ich wollte Mitglied einer Kirche sein und muss nun feststellen, dass sich diese zu einer politischen Kampforganisation gewandelt hat.